Cyber Detective. Eine Science-Fiction-Krimiserie. Geschrieben und produziert von David Holey. In den Hauptrollen Sascha Rotermund und Eva Habermann. Er liebt mich nicht. Maus, was soll dieser Mist? Was heißt hier Mist? Kümmer dich um deinen eigenen Düngerhaufen, jawohl. Es war das Ende des 21. Jahrhunderts. Es hat sich nicht viel zu den Anfängen des Jahrhunderts getan. Korruption, Umweltprobleme, Umweltverschmutzung, Mord und Totschlag und so weiter. Also nichts Neues. Man liebte, man hasste sich, man verliebte sich. Also auch hier alles beim Alten. Neu war allerdings, dass sich künstliche Intelligenzen verliebten. Um genau zu sein, meine künstliche Intelligenz. Er liebt mich nicht. Nein, das kann doch einfach nicht wahr sein. Nochmal. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Dein Verehrer hat sich aus dem Staub gemacht. Das machen manche Typen so. Er ist nicht so einer. Sehe ich. Ich hasse dich. Naja, immer dann, wenn du so fies bist. Ich liebe dich auch. Rupf so lange Blumen, wie du willst. Solange sie mich nichts kosten, ist mir das egal. Nichts? Du willst mir doch nicht erzählen, dass deine virtuelle Zupferei mein schon geplagtes Konto rupft. Nicht viel. Wie viel? Wenig bis gar nichts. Viel. 3 Euro. Das geht ja noch. Pro Blume. Du rupfst gefühlt seit einer Woche schon Blumen. Mein Portemonnaie windet sich in Schmerzen. Mein Herz ebenso. Du hast kein Herz. Du bist eine Ansammlung von Elektroschrott. Und eine verkorkste Software. Biologisches Fehlkonstrukt. Amöbenhirn. Neandertal. Das mag sich jetzt alles dramatischer anhören, als es ist. In Wahrheit konnte und wollte ich auf Maus nicht verzichten. Wie auch. Ohne Maus wäre ich nur ein halb so guter Detektiv. Wir waren wie Tom und Jerry, Professor Van Dusen und Hutchison Hedge oder Sherlock und Watson. Und wir beide wissen, welcher den Part des Denkers übernimmt. Oh, vielleicht ist er es. War er nicht. Aber dafür etwas Besseres. Etwas, von dem James leben konnte. Ein Fall. Luft und Liebe waren nicht besonders sättigend und zahlten auch keine Rechnungen. Und diesmal erschien der Fall in Gestalt einer Frau. Ziemlich zugepackt und zugeknöpft. Sonnenbrille am Abend? Ganz sicher keine Designwahl, sondern vielmehr der Versuch, unerkannt zu bleiben. Guten Tag. Sind Sie der Detektiv mit dem Herzen am richtigen Fleck? Er hat kein Herz. Ruhe! Entschuldigen Sie, meine KI. Ein kleiner Liebesvirus hat Sie gerade befallen. Ich habe Sie im Holo gesehen. Damals, als Sie sich nicht bestechen lassen haben und diese Sache mit Diablos aufgedeckt haben. Der Fall Tierfarm. Auch schon eine Weile her. Aber er zeigte gut, was ich von Bestechungen und Unmenschen hielt. Nichts. Ich brauche Ihre Hilfe, aber ich habe nicht viel Geld. Ich mag es, wenn man meine Hilfe braucht. Davon lebe ich. Und wenn man mir viel Geld dafür bietet, umso besser. Schließlich hatte James eine kleine Maus zu füttern. Sie brauchte zwar keine Schuhe und kein Essen, aber Stromupdates, Lernprogramme und was sonst noch alles so anfällt. Virtuelle Blumen zum Beispiel. Wie viel? 1.000 Euro? Das ist wenig. So viel kostet die Miete und die Unterhaltung meines Büros allein. Aber aufgrund der letzten Aufträge, in denen man mir Hunderttausende und Millionen bot und mich nach Strich und Faden hinters Licht geführt hatte. Nicht nur hinters Licht. Ausknipsen wollte man dir deine Glühbirne. Erwartete mich hier vermutlich ein gemütlicher Auftrag. Um was geht es eigentlich?
Eine Freundin von mir ist verschwunden. Ein Vermisstenfall? Waren Sie nicht bei der Polizei? Die ist für solche Aufgaben zuständig. Sie würde mir nicht helfen. Warum nicht? Ich kann nicht zur Polizei. Deswegen bin ich bei Ihnen. Mit meinen 1.000 Euros. Ich habe es schon einmal gesagt, 1.000 Euro sind zu wenig. Vor allem für einen Vermisstenfall. So etwas kann dauern. Und zudem haftet diesem Fall ein unschöner Duft, um nicht zu sagen Gestank an. Da hat Maus gar nicht mal Unrecht. Wer hat etwas ausgefressen? Sie oder die gesuchte Person? Sie schwieg und gab sich verschlossen. Dafür öffneten sich jetzt nach und nach die Knöpfe ihres Mantels. Kleidungsstück um Kleidungsstück fiel auf meinen Boden. Eine Metallkette um ihren Hals, der Körper geschunden. Dennoch war ich wie hypnotisiert von ihrer Schönheit, den vollendeten Formen. Es geschah nicht jeden Tag, dass sich eine Klientin vor mir auszog. Eigentlich war das ja eine Premiere. Das ist keine Kette, du blutleere Idiot. Pump mal das Blut in dein Gehirn zurück. Das ist ein Holoband. Vielleicht ist mein Körper Bezahlung genug. Ziehen Sie sich bitte wieder an. Sind es die Narben, die Sie abstoßen? Ich weiß, Sie sind nicht schön. Nein, nein, keineswegs. Sie sind eine wirklich schöne Frau, aber... Helfen Sie mir! Schauen Sie mich an! Und dann schaltete sie das Holo-Halsband ab. Die Projektion des hübschen Gesichtes verschwand und offenbarte eine verunstaltete Fratze. Verätzt. Unförmig. Ein Widerspruch zu diesem perfekten Körper. Ich möchte wissen, wer das war. Wer mir das angetan hat. Ich möchte wissen, wer ich bin. Und dazu muss ich jemanden finden. Drei Probleme? 1, 2, 3? Wir beiden sind dabei. Ja, die 1.000 Euro gehen klar. Danke. Beruhigen Sie sich. Ich brauche erst mal einen Drink. Sie auch? Ich habe Whisky hier. Ein Wasser bitte. Ich möchte mir meine Gesundheit nicht noch weiter ruinieren. Also von Anfang an. Wie heißen Sie? Das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Nennen Sie mich Eva. Gedächtnisverlust also. Etwas ganz Natürliches. Ein Phänomen, das vor allem häufiger bei traumatischen Ereignissen oder Hirnschädigungen auftritt. Aber nichts, was ein Braindog nicht hinbekommen könnte. Ich war schon überall. Beim Neurologen, Neurochirurgen und Radiologen. Und sogar einem Psychiater. Niemand konnte mir helfen. Niemand brachte meine Erinnerung zurück. Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern? Wie ich auf einer Müllhalde aufgewacht bin. Wie ein Stück Dreck, das man wegwirft. Beruhigen Sie sich. Es tut mir leid. Es ist wieder in Ordnung. Und wen suchen Sie genau? Eva Narkowski. Die Eva Narkowski? Die Eva Narkowski. Das Original oder eine der vielen Kopien? Das Original. Eva Narkowski. Eine der berühmtesten Persönlichkeiten. Früher Holostar, jetzt Megastar. Und Megakassenschlager. Multimilliardärin. Die Milliarden kamen aber nicht von ihren Filmen. Nein, nein. Sondern vielmehr durch den Verkauf ihrer Person, ihrer Persönlichkeit. Es geschah Mitte des Jahrhunderts. Damals, als der Cyberspace zur zweiten Realität wurde. Für bekannte Stars eine lukrative Einnahmequelle, sich selbst nochmal zu verkaufen. Es dauerte nicht lange, bis schlüpfrige Industrien aufmerksam wurden auf diesen Trend. Das war aber nur der Beginn. Cyberspace ist vielen zu wenig Realität. Und aus diesem Grund wurden immer mehr Liebessklaven und Roboter geschaffen, die Aussehen und Persönlichkeit des Stars kopierten. Ein Milliardengeschäft. Eva Narkowski ist eines der bekanntesten Gesichter. Auch als The Woman bekannt. Man sieht sie in jedem Bordell, in jedem Sexshop, in vielen Holo-Filmen. Und wie kommen Sie darauf, dass The Woman Ihnen helfen kann? Ich weiß es einfach. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Noch nicht. Sie müssen mir vertrauen. Ich vertraute ihr. Der quälende Blick in den Augen, der tief in ihre Seele blicken ließ. Sie war keine Lügnerin. Gehen Sie nach Hause. Ich werde Sie dort aufsuchen. Das wird nicht möglich sein. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Dann suchen Sie sich ein Hotel.
Ihr Geld. Die 1000 Euros. Hier. Ich gebe Ihnen gleich alles. Danke. In welchem Hotel finde ich Sie? Ganz einfach, du Armleuchter ohne Batterien. Sie wohnt hier. Hier? Hier gibt's doch kein Hotel. Oh, geht dir kein Licht auf? Dann ging es mir auf. Sie hatte kein Geld. Die letzten Euros hatte ich in einem Umschlag. Und James hatte ein Herz. Auch am rechten Fleck. Sie bleiben hier. Nehmen Sie mein Schlafzimmer. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich werde auf der Couch schlafen. Ich werde... Aber ich kann... Sie können. Und Sie werden. Und ich schätze, Sie müssen auch. Es ist früher Nachmittag. Ich werde gleich meine Recherchen beginnen. Auf welcher Müllhalde sind Sie genau aufgewacht? In den Everglades. Oh. Dreck wühlen, überall rumschnüffeln, alles normal, aus Detektivsicht. Aber nicht das hier. Bah! Nase zu und durch. Eure Maulwurfität. Die Everglades, nicht zu vergleichen mit immer grünen Wäldern. Hier gab es nur Grau. Und das gedieh. Keine Bäume. Aber dafür turmhohe Müllberge, die mehrstöckige Orte und Plätze für die Einwohner bildeten. Aber die Hauptpopulation waren keine Tiere, sondern Freaks. Freaks aus allen Lagern. Drogen- und Cybersüchtige, Schwerverbrecher, Heimatlose, Asoziale und was sonst noch die ach so hohe Gesellschaft gerne auf den Müll werfen wollte. Daher der Zweitname. Die Deponie, eure Deppenheit. Damals versuchte man mit einem massiven Polizeiaufgebot diesen Ort des Gestanks und der Widerwärtigkeit auszuräuchern. Für ein besseres Babylon, sagte man. In Wirklichkeit war jedem klar, es ging um den Schrott, den Abfall, der einiges wert war. Das wussten auch die Freaks. Und die Freaks wussten, wie sie ihre Heimat gegen Eindringlinge verteidigten. Schau mal, was uns da in die Falle gegangen ist. Ich bewegte mich gerade durch ein altes Rohr, als ein Gitter vor mir hinunterschoss und hinter mir zwei Freaks mit nadelbespickten Keulen auftauchten, mit einem dicken Sack über dem Rücken. Beute. Aus ihm tropfte Blut. Ich war wohl heute nicht der erste Fang. Ein Zauber aus der Stadt. Ein beschissener Fang. Nur Haut und Knochen. Bio-Scheiße. Aber der Detektor hat ausgeschlagen. Sicher, dass du keine Implantate hast? Reflexbooster? Künstliche Augen oder ähnliches? Nein, ich muss enttäuschen. Nur Bio-Scheiße. Komisch. Aber der Detektor hat doch ausgeschlagen. In der Mitte des 21. Jahrhunderts tauchten sie auf. Mehr als ein Menschsein. Besser, schneller, potenter. Es gab für alles einen mechanischen Ersatz. Früher noch für Krüppel und Behinderte entwickelt, ist es heute das moderne Tattoo. Jeder wollte eins haben. James nicht. Wir sollten ihn an die Kannibalen verkaufen. Die stehen auf sowas. Schlechte Idee. Ich bin ganz, ganz unverdaulich. Ja, das gibt Durchfall. Und das mag kein Kannibale, glaub mir das. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Zahlt jemand für dich Lösegeld? Sicher nicht. Hey, der Detektor hat wegen diesem plappernden Ding ausgeschlagen. Meine KI? Nichts Besonderes. Wollte sie sowieso schon wegwerfen. Mehr Viren als Flöhe. Ihr könnt sie gerne haben. Nicht dein Ernst? Natürlich. Gib mir die KI. Klar. Hier, ich hab sie in meiner Tasche.
Moment. Es mag sich manchmal anhören, als könnten wir uns nicht leiden, Maus und ich. Aber in Wirklichkeit waren wir ein dickes Team. Und so holte ich nicht meine Mini-Rechnereinheit aus der Tasche, sondern meinen Blaster und zog dem verdutzten Deponier damit eins über die Rübe. Und Plumps hat es gemacht. Da liegt er, bewusstlos. Hey, hey, richte die Kanone doch auf jemand anders. Das war alles nur ein Spaß. Na klar, James versteht Spaß. Das zeigte er auch ganz gezielt mit ein paar Laserschüssen vor die Füße des Typen. Links, zwei, drei. Oh, also im Takt tanzen nenne ich das ja nicht. Und jetzt tanzt du nach unserer Pfeife. Alles, was du willst. Nur laser mich nicht. Vor kurzem gab es hier eine Frau, verätztes Gesicht. Weißt du was darüber? Hä? Einer der Freaks? Von denen wimmelt es hier. Das kannst du besser. Okay, okay. Ich weiß wirklich nichts. Aber du kannst zum Rattenkönig. Er wird es wissen. Er weiß alles, was in den Evergreys abläuft. Wo finde ich diesen Rattenkönig? In der verlorenen Stadt. Maus? Verlorene Stadt? Gibt's nicht. Mumpitz, Schwachsinn. Ein Bären will er dir aufbinden. In dem Fall muss ich ihn lasern. Nein, nein, wirklich. Die verlorene Stadt gibt es. Keiner weiß davon. Aber ich führe euch hin. Ich führe euch zum Rattenkönig. Maus? Bin mir unschlüssig. Keine große Änderung der Atemfrequenz, des Pulses, des Blutdrucks und der elektrodermalen Aktivität. Alles Indizien, dass jemand lügt. Aber auf der anderen Seite sind alle Werte schon immens hoch. Blaster sei Dank. Glauben wir ihm? Ja, aber Vorsicht. Der Rattenkönig galt historisch als extrem böses Omen. Gegen extreme böse Omen habe ich die heilige Blastererleuchtung. Na dann, eure Exorzistenheit. Der Freak führte uns durch Röhren, Tunnel und Leitern. Umso häufiger ich die Müllberge genauer betrachtete, sah ich, dass der ganze Schrott, bestehend aus Haushaltsgeräten, kaputten Fahrzeugen und Gegenständen aller Art, verarbeitet wurde. In Wohnungen, Brücken und Wegen. Auch wenn wir diese die meiste Zeit nicht nutzen konnten. Die Bewohner der Deponie waren nicht gerade umgänglich. Wir sind hier. Die verlorene Stadt. Der Kerl führte uns zu einem gigantischen Müllhaufen. Mehr Berg als Haufen. Von einer Stadt nicht die Spur. James lässt sich ungern für dumm verkaufen. Das hättest du nicht tun sollen. Senk den Blaster. Das ist die verlorene Stadt. Und dann erkannte ich es. Der Müllberg lebte. Es wuselte darin. Hinter Autofenstern Schrott und Unrat. Der Mount Everest der Deponie. Dutzende von Lastwagen, Fahrzeugen, Flugzeugen. Selbst eine gigantische Schiffswand lugte aus dem Massiv. Und dahinter immer mehr bewegende Konturen, Schatten und... Hast du die Masern? Nein, warum fragst du so einen Mist? Oh. Kleine rote Punkte auf meiner Kleidung, auf meiner Hand und sicher auch in meinem Gesicht. Laserpointer. Solche, wie sie Scharfschützengewehre verwendeten. Ungesund. Sehr ungesund. Tödlich, um genau zu sein. Was bietet ihr? Ich schlage jetzt vor, du gibst mir deinen Blaster. Du hast nämlich nichts, was du dem Rattenkönig als Eintrittspfand überlassen kannst. Ich sehr wohl. Besonders klug sind sie nicht, die Deponier. Deppen. Was ist euer Pfand? Sie fragen nur zweimal. Beim dritten Mal gibt's Blei. Ganz einfach. Wir haben ausreichend Körperimplantate. Bein, Arm und Kopfprothesen. Wir haben nichts bei euch gefunden. Schau mal in den Beutel über deinen Schultern. Das ist mein Zeug. Da sagt mein Blaster was anderes. Wollen wir das ausdiskutieren? Zeig uns die Ware. Du hast den Mann gehört. Mein Abzugsfinger bekommt gleich Zuckungen. Da wird unser Skalpjäger ganz bleich. Ich mach ja schon. Unser kleiner, hinterhältiger Freund packte die erbeuteten Körpermodifikationen aus. Getrocknete Blutflecken darauf zeigten wohl, dass die Besitzer sich nicht friedlich davon trennten. Du, Saubermann, du darfst rein. Husch, pack die Sachen wieder in den Beutel und wirf ihn mir zu. Eine Wand aus Müll öffnete sich wie ein Garagentor. Darin warteten ein paar Gestalten mit alten AK-47-Gewehren, die mich zu ihnen winkten.
Dann schloss sich das Tor. Frigg, was bittest du? Ich habe nichts. Dieser Saubermann hat mir meine Sachen geklaut, aber ich kann euch meine nächste Beute... Wumm, das nenne ich einmal Inkasso Krasso. Zu krass, wenn du mich fragst. Ich frag keiner. Blaster her, Körpermods her. Sehr ausdrucksstark. Vor allem die Mündungen der AK-47-Gewehre, die auf mich gerichtet wurden. Wie konnte ich da widersprechen? Der Rattenkönig verlangt nach dir. Nach mir? Ja, bist du der Saubermann, der nach dieser Säure-Tante sucht? Der Rattenkönig war gut informiert. Ich hatte mit niemandem gesprochen. Nur mit den Freaks. Ich hab dich was gefragt. Der Gewehrkolben sauste mir in den Magen. Besser diese als ein paar Kugeln. Sachte, ja? Dann beweg deinen Arsch, oder ich ramm dir meinen Gewehrkolben ganz woanders rein. Das Innere des Müllturms war hohl. Dutzende Stahlträger und Restkonstruktionen aus Gewerbehallen und Häuserbauten wurden verwendet, um die Schrottmassentarnung aufrechtzuerhalten. Durch verschiedene Seilzüge erreichten wir höhere Etagen. Kuriose Tunnelsysteme wie ein zerbrochenes Flugzeug, das Skelett eines Dinosauriers waren nur wenige nennenswerte Objekte der vielen Konstruktionswunder. Am Ende unseres Aufstiegs fand sich ein Plateau mit einem gigantischen Loch. Was ist das? Der Schlund. Dort wirst du auf den Boss treffen. Sieht verdammt tief aus. Meine Sensoren erkennen keinen Boden. Keine Sorge, es gibt einen. Man hört relativ deutlich die Knochen brechen. Und jetzt spring. Den Abgrund hinunter? Nein, in die Luft. Idiot, natürlich. Drücke vor, aber deine Ausrüstung raus. KI und alles, was du bei dir trägst. Der König will ihn lebend und unversehrt. Nicht dein Ernst. Doch. Na, dann in das Gebäude dort vorne. Los, husch. Der König wartet nicht gerne. Das Gebäude war nicht mehr als ein Verschlag. Und darin nichts außer einem weiteren kleinen Loch. Eine Rutsche, die in die tiefe Dunkelheit führte. Geronimo! Brems mal deine Begeisterung! Bremst du lieber deine Fahrt? Sonst... Willkommen, Mr. James. Willkommen. Ich erwarte Sie. Ich befand mich in einem Erdloch. Genauer gesagt, einem Höhlengang. Tageslicht drang schwach durch den Schlund, der sich in der Nähe befinden musste. Kein Rattenkönig in Sicht. Aber dafür sein Gefolge. Tausende von Ratten lugten aus Löchern, quiekten und krochen über den Boden. Sind die Biester bissig? Ja, aber für gewöhnlich essen sie keine Menschen. Kannst du mir dann bitte erklären, warum hier alles voller abgenagter Knochen und Schädel ist? Keine Sorge. Mein Gefolge wird Ihnen nichts tun. Folgen Sie der Eskorte. Die unbekannte Stimme hallte durch die Gänge. Die Eskorte war ein kleines Rattenheer. Besonders hässliche und große Biester. Sie führten mich tiefer in den Bau, zu einer in den Boden eingelassenen Luke. Diese führte in einen kleinen unterirdischen Bunker. Und dort erwartete uns der Rattenkönig. Kein Mensch. Eine lebende, humanoide Ratte. Auf einem Thron. Sie wirken überrascht. Keineswegs. Mutanten, Freaks und Verrückte. Die Welt hat viel zu bieten. Warum keine lebende Ratte? Ein Erzeugnis aus einem Genlabor. Mitnichten, ein Holo. Unser rattiger Gastgeber ist nicht echt. Eine fähige KI haben Sie da. Eigentlich sollten die Störsender die Projektoren verschleiern. Warum das Ganze? Ist das wichtig? Sind Sie nicht wegen etwas anderem hier? Ja. Sie wissen, wer die Frau ist? Nein. Ich weiß über alles Bescheid, was hier in meinem Reich passiert. Nur diese Dame gibt mir Rätsel auf. Und warum? Erst wird sie uns verkauft. Und kurze Zeit später dringt die Kopo ein und will sie zurück. Trotz aller Abmachungen.
das hat den Rattenkönig neugierig gemacht. Die Kopo? Die Klonpolizei? Die Klonpolizei. Leider konnten wir sie nicht mehr rechtzeitig befragen. Abgenagte Knochen sind nicht besonders gesprächig. Warum verkauft ihnen die Kopo Menschen? Ist es nicht offensichtlich, oh du Blinder? Geld, Money. Ein normaler Prozess. Sehen Sie, Klonen ist nur unter strengen Auflagen erlaubt. Aber ziemlich häufig hält man sich nicht daran. Dann bringt die Kopo diese Klone in Verwertungsanlagen. Und bekommen keinen Cent dafür. Entsorgt werden müssen die Klone sowieso, also warum nicht etwas dabei verdienen? Ich sehe, Sie haben verstanden. Und wir handeln mit Schrott. Abfall. Und das eine oder andere Mal auch mit Organen. Nicht so oft. Wir wollen schließlich keinen Ärger mit der Mafia. Warum helfen Sie mir? Warum sagen Sie mir das alles? Ganz einfach. Meine Ratten haben mir gepfiffen, dass sie einen Kontakt zur Kripo haben. Natürlich. Unser Inspektorlein. Kein geplanter Kontakt. Der Bruder meiner Lebensgefährtin. Nervig, hartnäckig, ehrlich und hart. Eigentlich wie du, oh geliebtes Äffchen. Vielleicht kannst du ihn deswegen nicht leiden. Erinnere mich nicht daran. Und was genau soll ich tun? Die Kopo verpfeifen. Ich mag es nicht, wenn man Abmachungen bricht. Wir müssen ein Exempel statuieren. Warum machen Sie das nicht selbst? Und meinen Ruf ruinieren? Nein. Daher werden Sie das für mich erledigen. Und noch eine Kleinigkeit. Ich brauche kurz Ihre KI. Für was? Unwichtig. Und was, wenn ich nicht will? Meine Ratten lieben Menschenfleisch. Seitdem sie die Jungs von der Kopo zum Nachtisch hatten, ist eine ganze Weile vergangen. Ich hasste Drohungen. Aber auf der anderen Seite hasste ich es noch mehr, angeknabbert zu werden. In diesem Falle bin ich bereit zu helfen. Ich wartete und wartete und wartete. Eine gefühlte Ewigkeit später wurde ich aus meiner Lethargie der Langeweile gerissen. Agentin Maus meldet sich zurück und ich sehe, mein James ist noch an einem Stück. Endlich. Und? Bekommen wir freien Abzug? Natürlich. Und denken Sie daran, ich will die Kopo bluten sehen. Sie können über ein Tunnelsystem direkt in die Kanalisation von Babylon und von dort aus direkt in Ihr Viertel. Das traf sich gut. Ich legte keinen Wert darauf, noch einmal durch die Evergrace zu marschieren. Vergessen Sie aber nicht mein Geschenk. Ihr Geschenk? Maus hat jetzt kurzzeitig ein Haustier. Oh nein. Oh doch, keine Fragen. Teil der Abmachung. Eine Ratte kletterte an meinem Bein hinauf und verschwand in der Tasche meines Mantels. Welche Abmachung? Jene, die Ihnen freien und unversehrten Abzug garantiert. In diesem Fall, Maus, sie wohnt in deiner Kammer. James war nicht das erste Mal in der Kanalisation. Nicht wegen der Aussicht, nicht wegen den Ausgestoßenen, nicht wegen den Rattenburgern. Also bitte, du Delikatessenverweigerer. Bring mich nicht auf den Geschmack, sonst hast du ein Haustier weniger. Hier begann es zwischen meinem geliebten Quälgeist und mir. Einstmals als Neurochip eingepflanzt. Eine elektronische Fuß- oder besser Körperfessel, die mich und meine Auflagen überwachen sollte. Erziehen, wie es die SIPO, die Sittenpolizei, nannte. Ein Kontrollorgan für besonders schwere Fälle. Einer wie James. Erziehen? Dich? Das ist mir wohl misslungen. Und wie? Das wird die Kopo bald zu spüren bekommen. James, du weißt, was passiert, wenn die Kopo auf Eva trifft und sie ein gesuchter Klon ist. Ja, die legale Verwertungsanlage. Aber wir wissen noch nicht, ob sie ein Klon ist. Die Sensoren in deiner Wohnung. Ich habe die Daten analysiert. Ihre DNA ist verschmutzt. Verschmutzte DNA. Ein modernes Mittel, seine Spuren zu verwischen. Verwendet von Kriminellen und Verbrechern.
Oder für Klone. Oder für Klone, die ihr Wasserzeichen entfernen lassen wollen. Wirst du sie der Kopo melden? Ich werde auf jeden Fall die Kopo benachrichtigen. Aber einen kleinen Hintergedanken dabei habe ich schon. Verbinde mich mit unserem Inspektorchen. Wird gemacht. Kriminalpolizei, was will das schwarze Schaf von mir? Wollen Sie endlich freiwillig hinter Gitter, James? Nein, ich dachte, ich bringe ein paar schwarze Bullen aus Ihrem eigenen Stall dorthin. Schafe sind doch so friedfertig. Sie machen Witze. Ich bin kein Clown. Ein paar Jungs von der Kopo verkaufen Klone. Nicht gerade legal. Maus schickt Ihnen Dateien. Sie sind mir etwas schuldig. Davon träumen Sie. Schalt ihn weg. Ich bin nicht in Stimmung. So gar nicht. Klone waren nicht legal. Sollten eigentlich nicht existieren. Und doch gibt es sie. Kopien. Aber wie eine Kopie wirkte Eva nicht. Und das machte es so schwer. Wir sind in einer Seitengasse des Einkaufsviertels. Gibt es einen Elektronikshop in der Nähe? Ja, der nächste ist gerade einmal 200 Meter von uns entfernt. Der Laden war groß, bot alles, was der Elektronikfreak und das Technikherz begehrte. Auch pickelige Übergewichtige. Eine Rarität, seitdem Videospieler und Holoschauende in Holoräumen den Körperstaturen von Footballspielern Konkurrenz machten. Willkommen im Bits und Bytes. Was möchten Sie? Das dort. Größes. Ich sage es dir nur ungern, aber das sprengt nicht nur dein Budget, sondern auch dein Konto. Eine witzige KI haben Sie da. Das Gerät ist wirklich teuer. Sicher, dass Sie es wollen? Würde ich sonst hier stehen? Sie machen einen nicht gerade solventen Eindruck. Und mit Verlaub, Sie stinken. Ja, noch Geld. Hier meine Karte. Und jetzt husch, husch. Etwas Bewegung könnte Ihnen guttun. Ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Mein Besitz ist einfach schlecht erzogen. Kurze Zeit später verließen wir das Bits and Bytes und fuhren mit der Metro zu meinem Apartment. Für was brauchst du das Zeug eigentlich? Wir erwarten Gäste und ich möchte den bestmöglichen Eindruck machen. Und wie willst du das zahlen? Gar nicht. Gesetzliche Rückgabefrist 2 Wochen. Vor meiner Haustür spürte ich es. Etwas war anders als sonst. Es lag förmlich in der Luft. Es roch. Nicht nach James und Kanalisation, sondern nach gutem Essen. Wie bei Oma. Hallo James. Ich dachte, ich bedanke mich für Ihre Gastfreundlichkeit und Ihren galanten Charakter. Galant? Er hat mich in meinem Lieblingsladen zum Gespött gemacht. Ich werde nie wieder im Bits und Bytes bestellen können. Was riecht hier so gut? Ich habe gekocht. Es ist noch nicht ganz fertig, aber die Wohnung ist schon sauber. Tja, das wäre sie wohl immer noch, wenn unser Trampel hier nicht in der Kanalisation rumgestiefelt wäre. Beruhige dich, Maus. Beim nächsten Mal gebe ich ihm Trinkgeld. Dann kannst du wieder im Bits und Bytes mein Geld rauswerfen. Dein Geld? Die Hälfte davon habe ich mindestens auch verdient. James roch deutlich besser. Nach der dringend notwendigen Dusche. Das Essen war schmackhaft, die Unterhaltung famos. Eva war bezaubernd. Eine natürliche Ausstrahlung, eine Frau zum Verlieben. Und der traurige Schleier, der über ihr lag, weckte den Beschützer in mir. Ich wollte einfach ihre Melancholie vertreiben. Möchten Sie tanzen? Gerne. Maus, Musik. Alles klaro. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Später. Danke. Ich denke, Sie haben... Nein, hören Sie. Schambolzen, Fehlalarm. Ist das, weil mein Gesicht so entstellt ist? Das war es nicht. Es war Andrea, meine Beziehung,
und dennoch konnte ich nicht anders, als sie jetzt zu küssen. Innig, sanft und lange. Ein schönes Geschöpf definiert sich über viele Dinge. Du bist so ein Arsch! Es ist aus! Und jetzt im Programm Fettnäpfchen-Alarm. Andrea, du siehst das falsch. Das ist... Scheißegal! Warte! Ich kann das erklären! Ich eilte hinterher, stoppte Andrea im Hausgang. Sie ist eine Klientin. Ach ja? Und knutschst du jetzt mit jeder Klientin rum? Andrea, du verstehst das falsch. Sie ist... Lass mich los! Sie ist ein Klon. Und die Kopo ist unterwegs. Sie ist was? Du hast richtig gehört. Du musst jetzt verschwinden. Schnell. Es ist hier nicht sicher. Wenn die Kopo auftaucht, gibt es Tote. Mein Bruder hatte recht. Du bist Abschaum. Und dann stapfte sie von dannen. Und ich kam zurück in mein Apartment. Die Stimmung war zerstört. Die schöne Aura Evas gewichen. In ihren Augen war neben den Tränen auch Enttäuschung zu sehen. Ich bin ein Klon. Und sie haben mich zum Sterben verurteilt. Ist das die Wohnung dieses Detektivs? Ja. Er öffnet nicht. Dann helfen wir ihm. Moment, nach. Das ist nicht erlaubt. Hände hoch. Ah, die Herren von der Klonpolizei. Dürfen wir Ihnen Gebäck und Kaffee anbieten? Wo ist der Klon? Ich bin der Klon. Falsch. Sie waren der Klon. Sind Sie verrückt? Das ist Mord! Das ist gegen die Vorschrift! Wir haben unsere eigenen. Das waren unsere Befehle. Was macht Ihre verfluchte KI denn da? Was Maus machte? Mit schwarzen Schafen reden. Was James machte? Sein Blaster. Verräter! Was das Inspektorchen machte? Den Wolf im Schafspelz spielen. Wir müssen mit auf die Wache, James. Warum? Sie sind Zeuge. Es tut mir leid um Ihre Klientin. Mir nicht. Die beiden haben Sie wirklich gut erledigt. Zwei Kopftreffer. Wie? Was? Warum tut es Ihnen nicht leid um Ihre... Ah, da hat er es gemerkt. Holos. Projektionen. Sie sind gar nicht hier. Wo sind Sie? Wo ist der Klon? Welcher Klon? Verscheißern Sie mich nicht! Wo ist der Klon? Wir bedauern, diese Frage nicht beantworten zu können. Unser Holo wurde mit dieser Information nicht gefüttert. James, wo zur Hölle sind Sie? Warum sind wir in der Kanalisation? Hier sind Sie sicher. Ich habe hier einen Kontakt. Dr. Faustus. Dr. Faustus lebte in der Kanalisation. Verborgen. Experimentierte. Und was genau? Keine Ahnung. Aber James ist ihm etwas schuldig. Siehe Fall Sektor 42. Diesmal war er nicht allein. Schon lange nicht mehr gesehen, James. Ist das nicht Professor Gray? Ja. Einer der berühmtesten Wissenschaftler und Forscher unserer Zeit, der ein Dutzend Geheimnisse in sich trug. Was machen Sie hier? Dr. Faustus hilft uns bei einem Problem. Er arbeitet gerade an Alpha. Dr. Faustus kam aus seinem Labor. Nicht allein. An seiner Seite ein künstlicher Androide. Ein Geheimprojekt. Dagegen sahen Robokiller aus wie Kindergartenkinder. Alpha hatte mich damals gerettet, indem er Dutzende Special Forces zu Frikassee verarbeitet hatte. Die Updates sind abgeschlossen. Projekt Avalon kann damit... Schweigen Sie, Doktor. Hey, pfeifen Sie ihn zurück, Gray. Was soll das, Alpha? Hey, mein Haustier.
Lassen Sie die Ratte. Es ist ein harmloses Tier. So harmlos, dass James die Existenz des Nagers total vergessen hatte. Tierquäler! Unmensch! Nein, es ist notwendig. Der Androide zerquetschte die Ratte. Aber es floss kein Blut, keine Gedärme, sondern ein Regen aus elektronischen Bauteilen und nun Elektroschrott. Woher haben Sie dieses Tier? Von... Es ist egal. Sie haben mein Versteck preisgegeben. Das ist nicht mehr von Belang. Wir wollten sowieso von hier verschwinden. Luna wartet. Dennoch, was ist... Was suchen Sie eigentlich hier, James? Die junge Dame hier, meine Klientin, braucht meine Hilfe. Sie wird von der Kopo gejagt. Die Kopo? Sie sind also ein Klon, junge Dame. Von einer bekannten Person? Das weiß ich leider nicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Folgen Sie mir in mein Labor. Sie war schon bei allen erdenklichen Spezialisten. Amateure. Alles Amateure. Kommen Sie, meine Dame. Währenddessen kümmerst du dich um den Abtransport der Ausrüstung ins Schiff, Alpha. Wird erledigt. Und Sie, James? Wie ist das Leben mit Ihrer KI? Anstrengend. Sie ist noch wie ein kleines Kind. Sie entwickelt sich. Kind? Das will ich jetzt aber nicht gehört haben. Ja, die eine oder andere Überraschung werden Sie sicher noch erleben. Du bist ein wundervolles Geschöpf. Danke. Sehe ich genauso. Das streitet niemand ab. Hast du das Geschenk von Houdini schon einmal genauer unter die Lupe genommen, Maus? Oh, muss das sein? Oh, ja, das muss sein. Houdini. Das Geschnatter um die Liebe ihres Lebens hat erst vor kurzem aufgehört. Wir gehören zusammen. Ich denke nicht, dass es Liebe ist. Aber zusammen gehört ihr definitiv. Aber noch ist es dafür zu früh. Was soll das heißen? Die Zeit wird kommen, an dem sie mehr erfahren werden. Und so lange passen sie auf unser Mäuschen auf. Ich war nicht wirklich bei der Sache, sonst hätte ich genauer nachgehakt. Und hätte mir vermutlich damit einige Probleme erspart. In Gedanken war ich bei Eva. Würde Faustus das Geheimnis ihrer Vergangenheit ans Licht bringen können? Wie schreitet die Behandlung fort? Um es verständlich für Sie auszudrücken, Ihre biologische Festplatte ist wirklich gut formatiert worden. Hier war ein Profi am Werk. Das autobiografische Gedächtnis wurde komplett bereinigt. Können Sie es zurückholen? Die Chancen stehen sehr schlecht. Aber vielleicht einen Teil, Impressionen und Auszüge. Aber nur, wenn sie Glück hat und Informationsreste in den Synapsen versteckt sind. Aber ich kenne das Quellmaterial. Sie wissen, wer der Ursprung ist? Wer? Ich schaue wirklich wenig Holoprogramme, aber selbst sie ist mir ein Begriff. James dämmerte es. Gewaltig. Sie ist ein Klon von Eva. Nakowski. Ich kann es noch nicht sicher sagen, die DNA ist stark verschmutzt, aber alles deutet darauf hin. Natürlich. Keine Frau war berühmter. Keine begehrter. Gibt es Hinweise auf den oder die Täter? Keine direkten, aber wer auch immer dafür verantwortlich ist, braucht einen Spezialisten. Einen teuren Spezialisten. Und diese sind rar. Wie rar? So rar, dass es nicht einmal ein Dutzend davon weltweit gibt. Und vor kurzem sogar noch einen weniger. Er starb. Unter mysteriösen Umständen. Sie vermuten einen Zusammenhang? Jetzt schon. Man hat den Kollegen mit zertrümmertem Kopf gefunden. Wie lange ist der Gedächtnisverlust der Dame noch einmal her? 1-2 Wochen vielleicht. Vor 1,5 Wochen starb der Kollege. Danach wurde sein ganzer Nachlass feinsäuberlich auseinandergenommen. Wir dachten, das wäre geschehen, um Informationen zu sichern. Eher um Spuren zu verwischen. Ich fürchte es. Haben Sie irgendeine Spur? Nein, aber vielleicht kann Eva Nakowski helfen. Das Original. Es wird nicht einfach, mit ihr in Kontakt zu treten. Ich habe keine Wahl. Wir müssen das Original von Eva finden. Sie denken an eine Lebenserlaubnis? Ich nickte. Eine Lebenserlaubnis war praktisch die Duldung einer kopierten Existenz. Und das durfte nur das Original entscheiden. Seit über 50 Jahren im Menschenrecht verankert, und immer notwendiger, als immer mehr illegale Klone auftauchten. Vielleicht war das die Chance, Eva zu retten. Es wird zwar einiges an Zeit beanspruchen,
Dann werden alle Zweifel ausgeräumt sein. Ich sende Ihnen das Ergebnis über Maus, sobald es abgeschlossen ist. Kann Eva hierbleiben, solange ich nach ihrem Original suche? Gray muss das entscheiden. Wir brechen zu einem geheimen Ort auf... Avalon? Nein, wir suchen ein weiteres Labor auf. Luna. Und das schneller als geplant. Die Bewegungsmelder haben Alarm geschlagen. Die ganze Ausrüstung ist noch nicht verladen. Unwichtig. Aktiviere die Selbstzerstörung. James zu unserem Schiff. Ihre KI ist bereits an Bord. Sie sind in das Labor eingedrungen. Alpha, kümmere dich um unsere Gäste. Als Antwort kam das gezückte Katana, das sich in seinem Leib verbarg. Dann sprang er auch schon in die Gasnebelwolke. Der unangemeldete Besuch dürfte jetzt keinen Spaß haben. Wir auch nicht. Giftige Gase erfüllten den Raum. Haltet die Ärmel vor euer Gesicht und folgt mir! Wir hasteten durch die Kanalisation, immer tiefer und tiefer, als würden wir zum Mittelpunkt der Erde reisen. Ich dachte, wir sollen auf ein Schiff. Keine Sorge, es findet sich in einem unterirdischen Flusslauf, der unter der Stadt verläuft. Der Prototyp, mit dem wir damals aus Sektor 42 flohen, flog nicht nur. Er konnte auch tauchen. Alle an Bord? Dann kann es ja losgehen. Und was ist mit Alpha? Machen Sie sich um Alpha keine Sorgen. Für unsere Besucher wird er nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende sein. Wir sammeln ihn später auf. Wer hat uns dort überfallen? Eine Gruppe, die einem Konsortium von mächtigen Männern untersteht. Und sie sind nicht ganz damit einverstanden, was wir erreichen wollen. Eine bessere Welt? Genau das. Können Sie Eva bei sich behalten, bis ich den Schlamassel beseitigt habe? Nein, es tut mir leid, meine Dame, nichts Persönliches. Aber wir reisen an einen Ort, an dem uns niemand begleiten kann. Super. Sie sind mir noch einen Gefallen schuldig. Bin ich das? Ich denke nicht. Erinnern Sie sich an den Cyber-Irrgarten, in dem Sie gefangen waren? Ich habe Ihnen dort aus der Patsche geholfen. Sicher erinnerte ich mich. Im Fall Tierfarm. Ein seltsamer Geist, der gelegentlich immer wieder auftauchte. Sein Name ist Psycho und ich habe ihn geschickt. Ich helfe Ihnen dennoch, aber auf anderem Wege. Und wie genau bitte? Ich verschaffe Ihnen problemlosen Zugang zu Eva Nakovsky. Wir landeten auf Evas Brüsten. Genauer gesagt in ihrem Ausschnitt. Man hatte uns nicht mikrotisiert. Die Holo-Statue um das Gebäude war einfach so groß. Dort fand sich der Landeplatz der Cyberbabe Corporation. Jener Firma, die die Rechte von Eva Nakovsky ausschlachtete. Das Schiff war im Stealth-Modus. Und die Dunkelheit sorgte für den Rest. Auf Wiedersehen, James. Und halten Sie die Augen offen. Es gibt viel, was Sie nicht sehen. Und dann verschwand er schon. Wird man mit uns reden? Man redete mit uns. Schließlich hatte der Geschäftsführer Saladin Sachs keine andere Wahl. Verärgert saß er hinter seinem Schreibtisch und drückte vergebens im Geheimen einen Knopf unter seinem Schreibtisch. Hat der Mann Zuckung? Ich denke, er versucht Alarm zu läuten. Das macht aber keinen Sinn, wissen Sie? Meine KI hat ihn abgestellt. Tja, das kommt von Wireless-Verbindung. Was wollen Sie? Eva Nakovsky treffen, mehr nicht. Das wollen viele. Ich sehe keine Chance. Sehen Sie die Frau neben mir? Das ist ein Klon von Eva Nakovsky. Und Sie wissen, wie es um Klone bestellt ist. Sie werden nicht gerne gesehen. Das ist nicht mein Problem. Sie wissen, dass Sie sich strafbar machen. Ich sollte sofort die Kopo rufen. Wissen Sie, was man mit mir angestellt hat?
Schalten Sie das Holo wieder an und ersparen Sie mir den Anblick. Ich habe ein Recht zu leben. Haben Sie nicht. Das steht im Gesetz. Und da sprechen Sie hier gerade. Ich breche Ihnen gleich noch was anderes. Ich hatte es im guten Ton versucht. Das machte James immer. Naja, fast immer. Aber ich kann auch anders. Und um meinen Worten etwas mehr Nachdruck zu verschaffen, richtete ich meine Kanone direkt auf sein Gesicht. Und es half. Warten Sie. Überstürzen Sie nichts. Selbst wenn ich Ihnen sagen wollte, wo Iwanakowski ist, ich könnte es nicht. Ich habe sie sowieso seit Jahren nicht gesehen. Sie ist verschwunden. Seit wann? Seit einiger Zeit. Sie hat genug Geld. Der Trubel wurde ihr zu viel. Und da ist sie untergetaucht. Wollte mit der Liebe ihres Lebens verschwinden. Wie heißt der Typ? Adam. Adam Golombek. Adam und Eva. Paradiesisch. Erzählen Sie mir keinen Scheiß. Ich erzähle Ihnen keinen Mist. Oh, Herr und Meister. Es ist in der Tat ein Adam Golombek im Bürgereinwohnerverzeichnis registriert. Wo ist der Kerl? Vermutlich bei der Frau, die Sie suchen. Und jetzt verschwinden Sie. Gerne. Es wird auch Zeit. Viel Spaß mit meinen Security-Mitarbeitern. Sie werden uns unbehelligt gehen lassen. Sonst sage ich, Sie hätten mich vergewaltigt. Dass Sie für meinen Zustand verantwortlich sind. Und ich würde nicht lügen, Sie Bastard. Auch wenn ich ein Klon bin, ist Misshandlung und Vergewaltigung immer noch strafbar. Ui. So bleich habe ich noch niemanden gesehen. Eva, es ist mir eine Freude, Sie zum Freund zu haben. Als Feind möchte ich Sie wirklich nicht. Ich auch nicht. Ungehindert verließen wir das Gebäude, vorbei an verdutzten Security-Mitarbeitern und standen dann im Rotparkviertel. Der Name ist einfach zu erklären. Es glänzte und blinkte überall. Attraktionen, Schaufenster und vor allem viele, die ihren Körper feilboten. Eine Verschandlung der Stadt, meinte die Bürgermeisterin und ließ einen gigantischen Betonzaun um das Gebiet ziehen und projizierte darüber einen Wald, damit das Angesicht der Stadt gewahrt wird. Was machen wir jetzt? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kobo wieder auf meinen Spuren ist. Wo ist dieser Adam gemeldet, Maus? Einen Moment, bitte. Ich möchte hier nicht mehr bleiben. Ich fühle mich hier nicht besonders wohl. Dieser Ort jagt mir Angst ein. Ich... Alles in Ordnung? Erinnerungsfetzen. Sie kommen zurück. Schlimme Erinnerungen. Wir müssen weg von diesem Trubel. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein bei unseren nächsten Schritten. Und die wären, o Orakel? Adam Golombek wohnt hier, im Rotpark, Zentrumstraße 15. Du hast es gehört, Eva. Es geht schon wieder. Sie klammerte sich an mich. Und so streunten wir gemeinsam durch das Viertel, bis wir vor der Haustür von Golombek standen. Ein Nachbau im Jugendstil. Es meldet sich niemand. Der Vogel scheint ausgeflogen zu sein. Wozu gibt es Nachbarn? Wen nehmen wir denn? Meyer? Schabowski? Weiß? Also Weiß. Ja, wer stört? Ein Freund von Adam Golombek. Echt? Sie wissen es nicht. Was? Sie kommen zu spät. Seine Freundin hat ihm das Herz gebrochen. Hat sie das? Manchmal hasste ich meine Art. Aber so im Nachhinein, sie war effektiv. Wer heult da? Adams Freundin. Sie wollte vorbeischauen. Dummerweise hat sie ihren Schlüssel vergessen. Ich mache Ihnen die Tür auf. Zum Glück sind Sie da. Er hat seit Tagen die Wohnung nicht verlassen. Und sich vermutlich nicht geduscht, so scheußlich, wie es aus dem Apartment stinkt. Ich... Du kannst im Hausgang warten, Eva. Nein, ich gehe mit. Ich habe nur ein unglaublich schlechtes Gefühl. Das Zimmer ist im Dachgeschoss. Dort ist die Tür. Ein elektronisches Schloss. Eine Kinderübung. Die Wohnung war geräumig, großzügig und hatte hohe Decken. Nein. Nein.
Warten Sie vor der Tür, Eva. Adam hatte es nicht nur das Herz, sondern auch das Genick gebrochen. Er baumelte an einem Seil von einem der Dachbalken. Dort auf dem Schreibtisch, ein Brief. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Niemals. Vielleicht finde ich im Paradies wieder meine Eva. Adam. Sollten wir nicht die Kripo rufen? Leider. Müssen wir wohl. Ruf das Inspektorchen an. Ich will ja schon. Ob er immer noch tobt? Vermutlich. Hallo, James. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ich freue mich. Was ist denn hier los? Bin ich im falschen Film? Nein, aber bald hinter schwedischen Gardinen. Ach, ich habe diesen Golombek nicht ermordet. Hä? Golombek? Mord? Wovon schwafeln Sie? Scheinbar nicht vom selben Vergehen wie Sie. Es wurde Anzeige gegen Sie erstattet von Herrn Sachs. Sie sind in seine Firma eingedrungen und haben ihn bedroht. Alles fein, säuberlich aufgezeichnet. Und jetzt ist auch noch der Freund von Eva Nakowski tot. Und Sie sind am Tatort. Ex-Freund. Sie hat mit ihm Schluss gemacht. Und er dann mit sich. Per Strick. Sie werden jetzt dort warten, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Aha. Werden wir? Sicher nicht. Den Mord werden sie uns nicht anhängen können. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen rausfinden, wo sich Eva Nakowski aufhält. Sie kann doch nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein. Es muss irgendeine Spur geben. Oh, ich dumme Gans. Es gibt doch eine Spur. Und die wäre? Keine Rätselraterei. Was braucht der Mensch immer und überall? Hier im 21. Jahrhundert. Und was hat mein ach so treuer James meist nie? Ein volles Konto. Natürlich, aber denkst du, eine Eva Nakowski muss Miete zahlen? Nein, aber auch ein Kauf muss abgewickelt und bezahlt werden. Und wie willst du an diese sensiblen Daten kommen? Die sind besser bewacht als der Präsident. Na, bei welcher Bank sind die Superreichen und Berühmtheiten? Bei der Treasure Bank. Jene, die James einmal ausgeraubt hatte. Nicht aus Profitgründen, sondern als Sicherheitstest. Und kräftig damit auf die Nase gefallen ist. Genau. Und wie es der Zufall so will, habe ich ein Backup. James, es kommen Polizisten die Treppe hinauf. Scheiße. Gibt's noch einen anderen Ausgang? Nur über das Dach. Eva, kommen Sie. Schnell. Der Fenstersims war schmal. Das Fenster des angrenzenden Hauses zu weit entfernt nach meinem Geschmack. Danke, dass Sie mir geholfen haben, James. Aber es ist besser. Ist besser. Ich glaube, sie will springen. Machen Sie keinen Unsinn, Eva. Wir kriegen das wieder hin. Immer mehr Erinnerungsfragmente kehren zurück, James. Sie wissen nicht, wie schrecklich es ist. Die Schuldigen werden dafür zahlen, glauben Sie mir. Geben Sie mir Ihre Hand. Gut so. James, wo sind Sie? Er scheint weg zu sein, Sir. Dann suchen Sie ihn. Er kann doch nicht weit sein. Was machen Sie vor meinem Fenster? Die Aussicht genießen. Dürfen wir kurz herein? Danke. Fantastische Aussicht. Aber etwas windig. Ich hoffe, Sie zahlen nicht zu viel Miete. Aber Sie können doch nicht. Verdutzt ließen wir den Einwohner zurück und eilten auf die Hauptstraße. In der Menschenmenge sollten wir nicht aufhören. Wo wohnt Frau Nakowski? Wo sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht? Im Wald. Sie wohnt im Rotpark. Kluges Fräulein. Und gar nicht weit weg von hier. Erfreulicherweise wurden wir erwartet. Kein Einschleichen, kein Einbruch. Die Tür wurde uns einfach geöffnet. Und man glaubt es kaum? Von Eva Nakowski, dem Original. Kommen Sie rein, James. Und auch Sie. Sie dürften mein Klon sein, nicht wahr?
Von außen wirkte das Gebäude wie ein Standardhaus mit Dutzenden von Wohnparteien. Darin merkte man gleich, hier wohnte nur eine Person. Sie staunen. Die anderen Klingeln dienen nur der Tarnung. Sie wissen, warum wir hier sind? Natürlich. Saladin hat mich informiert. Etwas zu trinken? Einen Whisky? Vielleicht einen Old Forester? Gerne. Sie auch? Nein, danke. Ich muss meine Klientin schützen. Erfahren, was ihr passiert ist. Sind Sie bereit, die Lebenserlaubnis zu geben? Ihrem genetischen Klon? Sie kommen schnell zum Punkt. Die Corpo ist uns auf den Fersen. Und das ist leider nicht alles. Ich überbringe auch schlechte Kunde. Ich auch. Gerade kam die Meldung von Faustus. Eva ist... Da seid ihr nicht die Einzigen. Sax kam aus dem Nebenzimmer. Ein Laser in seinen Händen. Und ich fühlte mich seltsam benebelt. Der Whisky. Was ist... Ich sehe, das Gift wirkt. Bringt es mich um? Nein. Nein, wohin denken Sie? Ich bringe Sie um. Das Mittel ist ein Halluzinogen. Und in Ihrem luziden Rausch werden Sie auch Eva umbringen. Damit kommen Sie nicht durch. Oh, ich mag keine Pessimisten. Es tut mir leid, meine Liebe. Ich muss Ihnen das Leben verweigern. Im Jenseits werden Sie sicher mit Ihrem Freund glücklich. Adam. Adam. Sie scheint sich zu erinnern. Diese Pfusche haben garantiert, dass das Gedächtnis dauerhaft ausgelöscht wird. Und jetzt verstand James, auch wenn er sich fühlte wie ein Volltrunkener. Ich bin Eva Narkowski. Ja, meine Liebe. Aber kein billiger Klon, sondern das Original. Wir haben deine DNA absichtlich verschmutzen lassen, damit dieser Eindruck entsteht. Warum? Ich wollte meine Markenrechte zurückziehen. Ein folgenschwerer Fehler. Denken Sie nur an die ganzen Menschen, die unser Konzern beschäftigt. Und noch viel mehr an die Menschen, die für Sie zahlen. Das konnten wir den Fans nicht antun. Die würden für Sie töten, wissen Sie. Liebling, sei wenigstens ehrlich. Er war auch unsterblich in dich verliebt, süßes Everlein. Doch du warst in diesen Adam verschossen. Und daher hat er dich klonen lassen. Und zu meiner Freude musste ich feststellen, dass die geklonte Eva mit der richtigen Erziehungsindoktrination die Liebe meines Lebens war. Dummerweise war sie ein illegaler Klon. Und daher kam uns beiden der Gedanke, warum die echte Eva nicht beiseite schaffen. Dann gehört uns das ganze Vermögen. Und natürlich verkaufen wir noch unzählige Eva-Klone in die Drittwelt. Ein Milliardengeschäft. Warum Adam? Warum? Ganz einfach. Er hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und dabei habe ich so schön Schluss gemacht. Warum haben Sie mich nicht gleich getötet? Sentimentalität. Und er wollte nicht über Leichen gehen. Schatz, ich habe dir gesagt, das war ein Fehler. Du hast ja recht, Liebling. Ein Fehler, den ich jetzt korrigieren werde. Und mit James fangen wir an. Sie können nicht... Sie werden dafür bezahlen. Ich gebe Ihnen mein Leben, mein Vermögen, alles. Nur lassen Sie James am Leben. Es tut mir leid, meine Liebe. Der Mann hat nicht den Ruf, sich zurückzuhalten. Öffnen Sie die Tür! Die Bullen, knall sie schnell ab. Wir reden uns raus. Au revoir! Nein! Ich spürte Blut. Es floss reichhaltig durch meine Hände. 3 Treffer in die Brust. Unser Freund und Helfer rettete heute ein Leben, aber nicht das von Eva. Sie hatte sich vor mich geworfen, opferte sich für mich. Danke. Danke, James. Für alles. Halte durch. Es wird gleich Hilfe hier sein. Nein. Nein. Es ist zu spät. Ich will sterben. Mit Adam zusammen sein.
Ich konnte es nicht mehr ertragen. Aladdin Sachs und der Klon sind in Gewahrsam. Holen Sie einen Sanitäter! Dafür ist es zu spät. Sie ist tot. Eva Narkowski, die Frau der Frauen, ist tot. Ich wusste nicht mehr, wie ich in mein Apartment zurückgekehrt war. Es war immer noch alles von einem Schleier umgeben. Nur Fetzen der Wahrnehmung geisterten durch meinen Schädel, während der Fernseher lief. Das Betäubungsmittel sollte am nächsten Morgen nachgelassen haben. Bleiben Sie liegen. Und du, Maus, passt auf ihn auf. Zu Befehl. Und es gibt keine Ermittlungen gegen ihn. Sag ihm das, wenn er wieder klar in der Birne ist. Ei, ei, Sir. Eva Narkowski, auch bekannt unter dem Titel The Woman, wurde ermordet. Einem Testament zufolge wird ihr ganzes Vermögen verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen vermacht. Zu einer Verurteilung der zuständigen Schuldigen wird es nicht kommen. Was stimmt nicht in dieser Welt? Der Haupttäter Saladin Sachs wurde im Untersuchungsgefängnis von zahlreichen Insassen, die große Anhänger der Künstlerin waren, umgebracht. Wenigstens etwas. Die Welt ist doch nicht so schlimm. Und sie wurde in diesem Moment noch deutlich besser. War es die Droge? Die Müdigkeit? Ein Traum? Das Halluzinogen? Ich wusste es nicht. Aber Eva stand vor mir. Im Adamskostüm. James, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich bin zu schwach. Ich kann kaum. Eva war ein Engel, geboren in der Hölle. Anders konnte ich Babylon nicht mehr sehen. Aber warum ist sie nicht im Himmel mit ihrem Geliebten, sondern bei James? Weil ich mit dir Liebe machen will. Ein Happy End sah anders aus. Aber es war ein Ende. Bis zum nächsten Fall.